Hallo oder so und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Reclaim. Ich bin hier wieder richtig am Double Time, Leute, weil wir heute was voll Cooles machen und so und dies, das und irgendwie ist mein Ninja Dagger verschwunden. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Hallo Gertrud, ist alles okay bei dir? Ja, das freut mich natürlich, Gertrud, ist alles gut, ist alles dobi. Und heute habe ich mir gedacht, wir gehen in eine neue Dimension und zwar in die Rainbow Ant Dimension, Villager Dimension heißt es genau. Und da geht's nämlich ziemlich zur Sache, wo ist eigentlich mein Ninja Dagger? Leute, wisst ihr zufällig, wo ich den hingetan habe? Weil ich habe ihn hier auch nicht mehr wiedergefunden irgendwie. Also der ist irgendwie verschwunden und das macht mich really, really sad. That make me really sad. And jetzt I can not mehr hier durch die Gegend teleportieren. Ja, wie lustig. Wir werden jetzt das direkt mal in Angriff nehmen, Leute, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, dort ein Lager aufzuschlagen und die ganze Zeit hat ja dieser Müll hier rumgebackt, also das Modpack hat total rumgebackt. Moment, jetzt muss ich mal hier dran, ne? Die Kisten sind immer noch nicht sortiert. Ja, ja, der Lars hier, der Minecraft Survival Pro. So, Moment, was ist hier? Backpack, normaler Rucksack, was ist denn da so drin, ne? Okay, nice. Cool, ne, das hier brauche ich. So. Ein paar hölzerne Dinge können wir dann eigentlich noch. Haben wir hier Holz drin? Ne, hier ist auch kein Holz drin. Dann lass mal runtergehen, ein bisschen Holz sammeln und dann das Ganze in Angriff nehmen, weil wir werden da, denke ich mal, dann unser kleines Lager aufschlagen, damit wir dann dort uns auch immer wieder ab und zu mal hin teleportieren können. Wie in die andere Dimension. Ihr wisst ja, Leute, die. Wie heißt die überhaupt nochmal? Achso, Chaos-Dimension. Ja, es kommt mir so vor, als wäre ich hier seit 100 Jahren nicht mehr gewesen irgendwie. Als 100 Millionen Jahre ist es her. Hat mir hier vielleicht ein Wurm den Ninja-Dagger geklaut? Ah, wir müssen jetzt erstmal den Shrub anbeten. Bevor wir losgehen, damit das heute eine gute Folge wird. Lalalala. Ja, okay, das reicht. ich bin so dumm. Okay, los geht's. Wir brauchen Holz. Dann müssen wir irgendwo dieses Nest hinlegen. Wir legen das einfach mal hier zu den anderen. Wäre es, glaube ich, am besten. Oder ist hier auch eigentlich egal. Lass es einfach mal hier hinlegen, weil wir brauchen eh nur ein oder zwei Ameisen, um dass wir dann halt. Im Moment, wir brauchen einfach nur ein Blatt abzubauen und dann baut sich der ganze Baum schon selbst ab. So, ab geht's. Oh, lol. Okay, der Baumstamm ist einfach geblieben. Nice, das, nice. So, jetzt machen wir das erstmal gerade noch zu Ende. Moment, hier noch ein bisschen. Oh, guck mal, da ist ein Shrub sogar runtergefallen. Yeah. Oh, sogar zwei. Müssen wir den hier direkt pflanzen. Hier so drumrum, damit auch direkt hier die Ameisen rauskommen. So, das sind drei Stück, ihr wisst, was das heißt, Leute, das sind Illuminaten-Ameisen. Drei? Kommt jetzt raus. Wieso kommt da nichts? Eigentlich müssten die schon längst draußen sein. Na, wir haben ja noch Zeit. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie, gib mir das Holz. Wir wollen jetzt nicht irgendwie alles überstützen oder sowas und hier nochmal den Baum einfach abbauen. Zack. Das ist so laut mit diesem Kettensägengeräusch, ey, finde ich. Wie ihr merken könnt, ich rede ein bisschen bedrückt, sag ich mal, weil ich nämlich eben wach geworden bin, weil ich total verpennt habe. ja, ich musste eigentlich aufnehmen, aber ich war so müde und konnte einfach nicht mehr und dann habe ich einfach so, mache ich heute nichts, aber ich habe mich jetzt doch entschieden, was zu machen für euch, weil ich euch alle ganz so lieb habe und deswegen bin ich jetzt auch noch extra aufgestanden und mache das alles. Und wie ihr sehen könnt, vielleicht läuft es ein bisschen flüssiger hier, das Ganze, weil ich mir nämlich eine neue Grafikkarte gekauft habe. GTX 960 heißt die, glaube ich. Ja, Leute, können wir jetzt in die Kommentare schreiben, für die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen sollten. Ich habe eine viel bessere Grafikkarte gefunden, die ist viel besser und die GTX ist doof, die du hast. Ja, Leute, ich habe mir die halt genommen, weil ich die vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten fand und so. Und deswegen bin ich auch eigentlich ganz zufrieden damit und wir gehen jetzt... Ach, verdammt, wir hätten eigentlich die Rainbow, das Endnest mitnehmen können, aber wir sind dumm. Wir sind dumm. Okay. So, die ganze Zeit hat sich's nämlich aufgehangen, weil das Modpack ein bisschen rumgebackt hat, aber ich hoffe mal, jetzt sollte es einigermaßen klappen und ich hoffe mal nicht, dass es jetzt hier irgendwie was crasht oder sowas, weil das wäre wirklich very, very doof. Warum lädt die Welt nicht? Jetzt. Oh mein Gott, wir müssen hier gucken. Okay, hier ist unser Zuhause, oder hier kamen wir her. Ist hier irgendwo zufällig irgendwo ein Villager-Dorf? Oh, guck mal da, lol. Tatsache. Ja, das ist halt die Villager Dimension, Leute, und hier ist einfach alles voller. What the fuck? Hier ist einfach alles voller Villager-Dörfer. Was ist das? Eine Riesenspinne. Oh mein Gott. Alter. Ich denke mal, wir werden uns jetzt einfach mal hier so. Was geht, Bruder?
Alles klar bei dir. Yo, gib mir Check. Yo, yo, was geht, Mann? Okay, Essen haben wir natürlich nicht mitgenommen, aber wir haben ja hier so ein paar Felder. Karotten können wir doch einfach mitnehmen, oder? So ein paar Karotten, jetzt zack. 9 Karottinskis, 12 Karotten. Oh, die sind eigentlich voll gut. Karotten helfen eigentlich schon. Wusste ich gar nicht, dass Karotten so viel raggen. Was war das? Was zur Hölle war das? Also ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht die Nacht hier draußen verbringen müssen. Habt ihr hier zufällig ein Bett, Villager? Habt ihr ein Bett? Ihr habt kein Bett hier, Villagers. Aber lass mal gerade gucken, was das für eine Riesenspinne war. Ach Gertrud, ich hätte dich echt zu Hause lassen sollen. Ich hätte dich nicht mitnehmen sollen, Mann. Das ist echt keine so gute Idee gewesen, Gertrud. Warum habe ich dich mitgenommen? So, guck mal hier drauf. Was ist... Da ist ja noch eine. Okay, wir fliegen da jetzt mal ganz langsam hin. Okay, so langsam. Ja, genau. Alles wird gut, Lars. Alles wird gut. Hier runter und dann gucken wir uns das mal. What the fuck? Was ist das? Und Gertrud haut direkt drauf. Wo? Bleib. Was? Ah, was ist hier los? Ah, was ist hier los? Was ist weg mit dir? Erstmal versuchen hier ein bisschen diese Dinge hier wegmachen. Weg, weg, weg. What the fuck? Was hauen die hier für einen Schaden raus? Also die hauen mich hier ordentlich hier. Hauen mich hier ordentlich aus dem Ring, Leute. Die hauen mich hier ordentlich aus dem Ring. Mir drauf. So. Was hast du? Was willst du eigentlich? Was? Dich hier will ich hier wegmachen. Hier, guck mal, Gertrud. Wo ist Gertrud überhaupt? Gertrud? Hast du noch genug Leben, Gertrud? Ja, hast du noch. Hä, was? Ist das diese Riesenspinne, die mich hier wegschlägt die ganze Zeit? Oder was ist das? Na, weg damit, Monster Spawner, ja. Au. Ich glaube, das ist dieses Vieh. Muss ich das irgendwie töten? Das glaube ich aber nicht. Das ist doch voll groß und hat voll viel Leben. Wieso sollte ich das dann platt machen? Das ist doch voll. Boah, sind hier viele kleine Spinnen, Mann, Alter. Und du hast eine chillige Rüstung an, Mann. So, zack, 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 zack. Vielleicht haben es ja einige von euch schon gesehen. Das neue Projekt von mir, Roman und Flo ist ja gestartet. Das liebe CloudQuest-Projekt. Das coole neue CloudQuest-Projekt und sowas. Habe ich mega Bock drauf gehabt. Das ist so cool, Leute. Das macht doch so Spaß, mit den zwei Dödeln wieder aufzunehmen und sowas. Das ist wirklich mega coole Sache. So, nein. Was für ein Chaos. So, zack, hier, Dame drauf. Komm, dann machen wir die jetzt einfach mal platt, die Spinne. Oder ist da oben drauf eine? Ich glaube, das hat sehr viel mit der da oben drauf zu tun. Ich glaube, das ist die böse Spinne, die steuert. Kann man die irgendwie erwischen, wenn Gertrud aus dem Weg geht? Kann man die erwischen, wenn Gertrud aus dem Weg geht? Mein Gott. Ich bin echt froh eigentlich mit der Performance. Es läuft echt viel, viel besser, finde ich. Also, bin sehr, sehr stolz darauf, weil davor war das ja so... es hat voll... Es hat nicht krass gelaggt, aber es hat schon ordentlich... ordentlich gehangen. Sehr ordentlich hat's gehangen. Was geht denn mit der ab? Yeah, guck mich an. Yeah. Und ich krieg dich ganz bestimmt. Lol, was hat die denn? Was hat die denn genommen, dass sie so abgeht? Hammerhart, ey. So, dich habe ich jetzt mal mitgenommen. Komm, Spinne, dann töten wir dich jetzt einfach mal. Ich weiß zwar nicht, was du bringen sollst. Aber wir werden dich jetzt einfach mal plätten. Au. Kann man nicht hier irgendwie mit dem Bogen abschießen? Boah, fliegt die hoch. Boah, ist die hochgeflogen. hinterher. Alter, hier geht's ja abends richtig ab. Gertrud, hast du noch genug Life? Hier, Gertrud, nimm mal. Was willst du eigentlich, hä? Was willst du, hä? Mit deinem komischen... So, ich möchte mich auch noch mal kurz für die Leute bedanken, die Reclaim ständig und jeden Tag oder jedes Mal gucken, wenn es rauskommt. Das finde ich super, super nice. Und auch immer schön einen Daumen hoch geben und sowas. Da die Leute, ihr wisst, ich kann dazu einfach nichts mehr sagen. Ich bin einfach nur froh, dass ihr mich so tatenkräftig unterstützt und so, Leute. Das ist voll nice von euch. Und das macht mich really happy. Kann man
Kann man da irgendwie was mitmachen? Nein, man muss sie töten. Man muss sie tatsächlich umbringen. Und das werde ich jetzt auch tun und kritischen Schaden raushauen. Und critical, haut den Schaden raus. Bam, 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 drauf und drauf. Aua. Au. Du gehst mir auf die Nerven, aber richtig ordentlich. Weg mit dir. Wieso, wieso kriegt er denn jetzt keinen Schaden mehr rein? Rein, raus. Jetzt. Haut mich die Spinne eigentlich immer noch weg, weil da oben drauf ist der Pilot nicht mehr drauf. Also dieser Spinnenpilot ist jetzt nicht mehr da. Macht ihm jetzt immer noch so ein Critical? Kann man jetzt irgendwas damit anfangen oder sowas? Nein, kann man nicht. Boah, Skelette. Danke, Gertrud. Einmal hast du mir richtig gut geholfen, Gertrud. Ach, vielen Dank. Aber was ist jetzt mit dir? Kann man mit dir irgendwas anfangen? Lol. Ja, nice. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich glaube mit Rechtsklick. Yeah, gebt euch das. Wir sind einfach auf einer riesen Roboterspinne. Ist das ein... Ja, das ist eine Roboterspinne, so wie sie es angehört hat. Oder wie so ein Flugzeug startet das Ding einfach. Und guck mal, wir trampeln jetzt einfach alles platt. Lol, wie nice. Guckt euch das an, wie geil ist das denn? Das ist ja mal mega, mega cool. Aber wo ist Gertrud? Gertrud, bitte bleib bei mir. Ich habe Angst. Also abends geht sie wirklich zur Sache. Lass mal einfach hier unser Robot Spider... Aua. Unser Robot Spider Kumpel hier einfach mal stehen. Kann man den auch irgendwie einfangen, damit man den immer so mit rumtragen kann oder sowas? Wird das gehen? Könnt ihr... Wisst ihr davon irgendwas? Kann man das irgendwie... Mann, aua. Ach, die gehen mir ziemlich krass auf die Nerven. Und ihr auch. Und du auch. Mein Gott. Was ist denn hier los, Mann? So, weg damit. Lass mal mit der Robot-Spider einfach mal hier drüben zum nächsten Dorf jumpen. Gibt's hier irgendwie... Nein, gibt's hier irgendwie so nochmal ein Rainbow Ant-Nest, um das irgendwie abzubauen, damit wir irgendwie gucken können, dass wir wieder nach Hause kommen, weil das wäre nämlich nicht so schön, wenn wir jetzt hier für immer bleiben müssten, Leute, wenn wir jetzt hier in diese Dimension gefangen wären. Das wäre nicht so lustig. So, komm mal her, Robot-Spider, mein Schatz. So, kann man hier nochmal, kann ich das jetzt irgendwie nochmal drauf? Boah, mein Gott. Sind hier viele Monster, Alter. Das macht doch keinen Spaß. Was willst du eigentlich, Enderman? Mein Gott, lass doch meine Robots beide in Ruhe. Wir brauchen noch einen Namen für dich. Weil sie sehr groß ist und sehr gigantisch, brauchen wir einen mächtigen Namen. Wie wär's mit Mini-Spinny? Nee, das ist doof. Spinny? Ich glaube, Spinny sollte schon reichen. Passt ja auch zu uns, weil wir auch Spinner sind. Versteht ihr? Das ist ein Wortwitz. Ja, der Last ist halt sehr lustig. Mini Spinny. Okay, wir dürfen keine Villager töten. Da müssen wir echt aufpassen. Weil wir trampeln die einfach platt. So, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Guck mal, wenn man hier so einmal drüber läuft, bam. Man tötet einfach 5-6 Kühe und bau. So, jetzt nehmen wir einfach nochmal hier das bisschen Essen mit. Na. Was unsere Kuh gerade so platt getreten hat, genau, Lars. Was unsere Spinne gerade so platt getreten hat. Und ich glaube auch in dieser Welt hier ist der Mobzilla, aber ich glaube nicht, dass wir den töten können. Ich weiß es jetzt nicht. Mobzilla hat nämlich, ich weiß nicht, wie viel tausender Bären. Das ist ein bisschen. What? Da war ein Hemd, da war ein T-Shirt, Mann. Da war ein T-Shirt, ein ganz plattes T-Shirt. Das ist komplett kaputt gebügelt hier. Kann man das mitnehmen? Oh, guck mal, ein Emerald. Nice. Dankeschön für den Emerald. Spinny, du bleibst hier. So, und ich denke mal, wir müssen jetzt auch mal langsam wieder Schluss machen für heute. Ich wollte euch diese Dimension mal zeigen. Wir werden jetzt noch ein paar Folgen hier bleiben und uns das richtig hier erkundschaften. Vielleicht treffen wir auch mal Mobzilla oder sowas, aber ich glaube nicht, dass wir den platt machen können. Aber vielleicht können wir uns ja schon mal angucken, so unser, ne, unseren Tod ins Auge blicken und so. Und ja, ihr lieben Leute, das war's für heute. Ja, was sollte ich noch sagen? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.